Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarkt Simulator. Wir sind im Besitz von $38.000 und wir werden davon heute wirklich alles ausgeben. Ziel für die heutige Folge: 3 Lizenzen kaufen, den Laden weiter umstellen, denn falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, Schande. Wir wollen ein neues Vierersystem einführen. Und zwar, dass jedes Produkt eine Viererreihe hat, damit wir ein bisschen teilweise das Lager entlasten. Das ist noch ein langer Weg, aber ich denke, es ist der richtige Weg. Und sie rastet ja komplett aus mit dem Sushi. Junge, das wird mega teuer. Und sie gönnen sich auch nochmal hier. Ah ja, beim Sandwichbrot wollen wir das auch machen, weil wir haben mittlerweile einfach mehr Platz im Laden. Sorry, als im Lager. So, die Kassen haben wir auch umgestellt. Dadurch konnten wir hier noch die nächste Reihe umsetzen. Apropos umsetzen, wir können jetzt eigentlich Verwaltung, ja, die ersten beiden Lizenzen kaufen. Weil wir haben danach, glaube ich, noch genügend Kohle, um sämtliche Produkte davon zu kaufen. Oh, ey, diese Nase. Ich hasse dich, Junge. So, grüne Bohnen, Vanilleeis. Oh, lass mal das danach machen, weil ich kann mir vorstellen, dass das chilliger ist, weil das in die normalen Dinger geht. Dann lass uns einmal hier noch mal ein bisschen Bier, aber auch Zuckerrohr, Joghurt. Ja, ja, das ist geiler, weil da haben wir mehr Platz. So, wir haben jetzt einfach mal locker flockig 25.000 ausgeben. Boah, die nächsten Lizenzen gibt es erst ab Level 70. So, jetzt müssen wir natürlich direkt die neuen Lizenzen auch einmal einkaufen. Oh, wir haben generell teilweise ein bisschen wenig. Boah, das wird jetzt sowieso alles erstmal runterregnen. Ah, neuen Body. Oh, Whisky und Wein. So, seid gefasst. Jetzt wird es richtig regnen. Zack, Alter. Okay. So, aber das Gute ist, warte mal, sind das teilweise Sachen, die hier eingeräumt werden können? Gucken wir gleich mal hier. Ach stimmt, hier wollten wir auch die Viererreihen machen. Das bedeutet eigentlich, dass wir dann hier... hier kann man die chilligen Viererreihen machen. Alles gut. Also hier, dann packt man die nämlich richtig schön hier so rum. Zack, oh Gott. Das wird heute eine Aufgabe, das alles einzusortieren. Aber sollten wir meiner Meinung nach auf jeden Fall hinbekommen. Auch hier, was die Deckenflaschen angeht. Oh, nee, die sind ja keine Flaschen, das sind Fässer. Und diese Tafel! Das sind doch auch Fässer. Nee, das sind jetzt wieder die Dinger hier. Okay. Oh, vor allen Dingen müssen wir aufpassen. Genau, du verkaufst ein Produkt, wo der Preis noch nicht festgesetzt wurde. Da müssen wir einmal ganz schnell reingrätschen, denn saftige 13,30. Und dann haben wir doch hier auch nochmal die Fässer. Boah, 6, Alter! Junge, wie teuer sind die denn? 26, machen wir 26,80. So, sehen wir denn hier nochmal die... Oh, hier, guck mal hier. Das ist auf jeden Fall so ein Barilla-Ding. Jetzt müssen wir hier mal... Ah, hier wäre noch Platz. Hier kommen dann die Barilla-Nudeln hin. Zack. Jawohl, die können wir jetzt auch alle schön... Ich hänge an der Tür. Reinhauen. Oh, ey, Nudeln sind so geil, Mann. Meiner Meinung nach auch trotzdem vollkommen underrated. Weil du kannst, ey, mit Nudeln kannst du echt alles machen. So, vielleicht müssen wir sogar hier doch nochmal diese Regale hinballern. Ich meine, die müssten ja eigentlich... Ja, das Problem ist, da würde was hinpassen, aber dann nicht mehr auf der anderen Seite. Schwierig. Vielleicht sollten wir tatsächlich bald... Dann doch nochmal, ich werde das trotzdem jetzt mal hinballern. Wir müssen jetzt hier wir müssen ballern. Das beschreibt es am besten. Da können wir manchmal jetzt auf die Aesthetics, können wir jetzt erstmal nicht so viel geben. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, dass sämtliche Produkte hier am Start sind. Und zwar immer in dem neuen System der Viererreihen. Oh, hier haben wir jetzt, warte mal, dann können wir gucken, dass wir hier einen guten Lagerplatz haben. Für die Chips, die Cola, Kaffee, Hähnchen. Ja, ja, Hähnchen verbraucht sowieso viel zu viel Platz. Was kostet denn eine Erweiterung? Lass mal kurz hier checken. Weil das sind, glaube ich, die Sachen, weil wir müssen jetzt warten für die neuen Lizenzen, abgesehen von der, bis Level 70. Aber hier könnten wir für 11.000 den Supermarkt einmal erweitern. Das wäre vielleicht für heute auch nochmal eine sehr, sehr gute Idee. Der Laden könnte es auf jeden Fall gebrauchen. So, Nudelpreise müssen wir gleich auch nochmal ranballern. Oh ja. 2 machen wir 2,60. Perfekt. So, ich glaube, das ist auch die letzte Kundin hier. Ah ja, warte mal. Das ist Parmigiano Reggiano. Hier haben wir ganz viel Platz. Wie gesagt, das neue Viererreihenprinzip. Das sieht hier... Jo, das sieht so lodderlich aus. Aber vertraut mir. Ich denke, bis zum Ende der Folge wird hier auf jeden Fall vieles gerade hier draußen einfach weg sein. Ich glaube hier auch das Flaschenbier.
Ja, können wir hier reinballern. Oh, das Gute ist auch, es kommen jetzt hier gerade keine neuen Kunden. Das bedeutet, wir können hier in Ruhe alles einräumen. Sehr gut. Hier packe ich mal kurz hier hin, damit wir den Preis hier einmal festlegen für den Parmigiano Reggiano. Sorry. Und das Gute ist, dass jetzt die Boys gerade auch... Oh, guck mal nochmal, Tomatenketchup. Dass die Boys hier sowieso gerade mal die Regale wieder ein bisschen füllen. Was auch mal sehr, sehr praktisch ist. Handseife, die Spugadis, Kartoffeln. Ja, Kartoffeln kann doch mal weg. Was ist das denn hier eigentlich? Hier chillt noch so ein... Ach so, weil hier noch so ein Regal drin ist. Weil man das Lager aber auch nicht mehr erweitern kann. Ich weiß nicht, ob es dafür auch eine Mod gibt, aber... Da will ich jetzt eigentlich nichts ändern. Es haben ja auch viele gesagt, es gibt halt irgendeine Mod, damit kannst du die Effektivität halt deiner Mitarbeiter erhöhen. Aber das würde das Spiel für mich zu sehr entfremden. So, hier nochmal eine Reihe. So, sollten wir jetzt nicht eigentlich so gut wie alle neuen Produkte am Start haben? Also zumindest eingeräumt. Ich gucke jetzt nochmal, hier ist nochmal Käse. Hier ist Reis? Aber nee, das ist Reis, den wir so schon haben. Ja, ja, ich glaube, wir können jetzt einmal pennen. So, Abfahrt. Oh, warum war der Tag so schlecht? Produkte nicht gefunden. Ah, deswegen? Das wirkte echt weird. Aber nun gut, wir müssen jetzt sowieso einmal noch eine Bestellung abgeben, weil, glaube ich, teilweise andere Produkte fehlen. Mehl, Puderzucker, nochmal ein bisschen Öl, bisschen Käse. Bisschen hier Olivenöl, nochmal Spugadis, Orangensaft. Ja, das macht das Ganze definitiv nicht einfacher. Habt ihr denn eine Idee, kann man das Lager noch besser machen? Weil eigentlich bin ich der Meinung, dass ich das schon alles ganz gut optimiert habe. Aber wie immer kann ich mich natürlich irren. Und was ist denn das? Warum haben wir denn keinen Reis, Zuckerrohr und Joghurt? What? Was ist denn hier? Uncle Tony's, Alter. Das ist doch so Uncle Ben's Reis. Ach komm, wir machen jetzt hier auch die normale Reihe. Wir müssen jetzt erstmal ausbauen. Hier, freaking Uncle Tony's. Ist halt dieses Uncle Ben's Reis. Davon liebe ich diesen Mikrowellenreis, weil der so praktisch ist. Alter, du ballerst das einfach in die Mikrowelle. Easy going. Beste Leben. Oh, warte mal, wir müssen die Preise hinballern. Ja, das sollte jetzt mal kurz... Ah, nee, warte. Erstmal aber auch den Joghurt. Wo ist der freaking Joghurt? Joghurt? Da, was ist, achso, das ist nochmal Zucker. Der kommt doch auch hier hin, weil das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, 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 ich weiß, da kaufen die Leute Produkte, die sie eigentlich gar nicht kaufen sollen. Hier ist nochmal der Joghurt. Der kommt hier hin. Hier. So, lecker. Also, obwohl, ich esse so einen normalen Joghurt gerne, dann schnibbel ich mir so einen Apfel rein. Aber oftmals bin ich leider zu faul, dann irgendwie so einen Apfel zu schnibbeln. 37. Jo. Hier machen wir 20,60. Beim Bier machen wir 2,15. Haben wir sonst noch hier irgendwas offen? Nee. Ah doch, beim Joghurt hier unten. 1,70. Perfekt. Gucken wir jetzt hier nochmal rein. Ja, der Wein. 15,60. Uncle Tony's, Alter. Junge, Uncle Tony's einfach. Unfassbar teuer. Hier ist es unter den Preis gefallen. Oh, 3,15. Perfekt. Damit haben wir es. Schwere Geburt, aber hat geklappt. Ja, das ist immer manchmal ein bisschen stressig, wenn du so viele neue Lizenzen kaufst. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall dadurch nochmal einen neuen Schwung an Kunden bekommen. Also ein bisschen mehr Umsatz. Da sage ich natürlich nicht nein. Gott, dieses Chaos. Aber wir haben ja hier schon alles so dicht aneinander. Na gut, hier ist... das muss man schon sagen. Warte mal. Hier war doch irgendwo das Ding. Ja, da fehlen eigentlich nur Millimeter. Wenn man mal ehrlich ist. Haben wir das denn mal versucht? Hier ist doch noch... Das müsste eigentlich gehen. Ich probiere es mal, Leute. Dass wir hier nochmal vielleicht alles dranhauen. So, ich versuche das so weit es geht. Weiter, weiter, weiter. So. Besser geht's nicht. Ah, jetzt liegt hier natürlich was im Weg. Das ist ätzend. Das ist sehr ätzend. So. Na, ich glaube, ein paar Millimeter haben wir dadurch gewonnen. Zack. So, jetzt der große Moment. Nee, weil die anderen... Viel haben wir nicht gewonnen. Warte mal, ist denn vielleicht... Liegt das einfach nur an dem Ding? Weil... Oh! Hier war doch gerade was grün. Wie bist du grün geworden? Wie war das möglich? Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Für eine Millisekunde war es doch grün. Mist, ey.
Okay, wie gesagt, Leute, gib mir mal vielleicht den einen oder anderen. Nee, das ist automatisch immer nur kurz. Warte mal, wenn man so. Zack. Als ob. Warte mal. Man kann das. Hier, warte. Als ob. Dann kannst du so ein bisschen. Warte mal, ich, jetzt mal ganz kurz der Trick 17. Nee, okay, hier geht das nicht, oder? Nee. Aber hier, in Positionen, wo es normalerweise nicht gehen würde. Jetzt hier. Okay. Ha. Aber werden die dann eingesperrt? Nee, als ob. Die können da noch durchlaufen. Okay, ist auf jeden Fall ein sehr guter Hack. Müssen wir mal gucken, wie wir den vielleicht zu unseren Gunsten nutzen können. So, wir machen jetzt erstmal einen neuen Tag. Ah ja, 5-8, alles wieder normal. So, können auch direkt wieder öffnen. Vielleicht könnte man dadurch das Lager ganz neu aufstellen. Ich weiß zwar nicht, in welcher Form. Wir werden schon was finden. So, ich packe den restlichen Käse hier nochmal rein. Und noch ein bisschen Joghurt. Stimmt, der hat auch. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Seht ihr, auf dem Joghurt ist diese ABCDE-Ampel. Und am Anfang dachte ich, das geht einfach im Allgemeinen darum, wie gesund oder ungesund das ist. Aber das bedeutet immer nur gesund, ungesund im Vergleich zu Produkten der gleichen Kategorie. Wisst ihr, was ich meine? Also es wird dann halt einfach nur jeder Schokoriegel miteinander verglichen. So, es wird aber nicht angezeigt, ob das Produkt jetzt unbedingt gesund ist, sondern nur gesund im Vergleich zu allen anderen Puddingsorten der gleichen Schokosaftigkeit. Alter, hier hinten, was ist denn hier los? Warum liegt der, hier liegt der Wodka auf der Straße? Warum ist das bis nach hier hinten? Ich dachte, die Autos schießen Sachen nicht weg. Oder hier wurde einfach Ladendiebstahl begangen. So, wir kaufen jetzt einmal die nächste Erweiterung, wenn wir hier die 11.000 haben. Muss sein, Leute, muss sein. Für die Expansion. Wir sind dann zwar kurzzeitig mal wieder ein bisschen pleite, aber wir haben uns schon oft aus der Gosse rausgekauft. So, zack, Alter. Und wo ist das Ding? Hier hinten? Ah, nee, hier. Was soll das denn? Junge, das ist ja räudig. Ja, warte mal, dann kann ich nicht hier. Das müssen wir jetzt einfach mal kurz die Sachen hier freiräumen. Passt das? Nee, passt natürlich nicht. Okay, dann können wir hier doch eine längere Schlange machen. Ah nee, hier passt auch wieder nur einer dann hin. Diese Wand ist zum Teil ein bisschen ätzend, weil man immer diese nervigen Säulen hat. Eigentlich sollten wir die Säulen komplett ignorieren. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch mal. Weil am Ende weiß man das sowieso nicht. Zack. Die gleichen wir dann miteinander ab. Genau, und dann jucken uns diese Säulen auch überhaupt nicht. Ich räume mal ein bisschen auf. Ach, guck mal, die stellen sich jetzt aber hier nur bis zur Säule an. Oder ist das schon die maximale Anzahl an Leuten? Können wir gleich mal mit dem anderen Ding abgleichen. Ich will nur diese Wand jetzt wenigstens einmal fertig machen. So, der kann auch hier hin. So, ich hoffe, wir können auch schnell eine Bestellung abballern, die wir auch bezahlen können. Weil wir haben echt nicht mehr so viel Geld. Die Penne-Nudeln hier oben fehlt jetzt aber nichts Wichtiges, glaube ich. Ist denn irgendwas komplett ausverkauft? Nö, eigentlich nicht. Oh doch, ah, Sushi Großmann. Und auch die Krabbensticks, gerade jetzt so die teuren Sachen. So, sind die Sachen da? Ja, geiles Ding. Ach, hier haben wir noch den Zucker. Ah, oh, die Ecke ist auch so richtig dunkel. Sorry, muss aufstoßen. Ah ne, guck mal, es passt sogar perfekt. Ich glaube, eine Person verlieren wir höchstens. Ah ne, doch nicht. Guck mal hier, das ist die letzte. Sehr nice. So, die Penne. Aber warum, Junge, warum wird das nicht eingeräumt, die Penne-Nudeln? Achso, weil die natürlich logischerweise nicht im Lager sind. Aber dann kommen sie jetzt hier schön oben rein. Mann, was mache ich mit unserem Lager? Da müsst ihr mir echt ein bisschen helfen, Leute. Da bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Und das Ding ist, ich habe halt auch keinen Überblick mehr, welches Produkt. Eigentlich, glaube ich, haben wir da einen guten Mittelweg, dass von allem so ein bisschen was am Start ist. Weil wir, das haben wir einfach durch das Regensystem. durch Paletos weltbekanntes Regensystem haben wir das eigentlich immer ganz gut geklärt. So, kassiert jetzt nochmal schön alle Leute ab. Ich meine, wir haben jetzt auch wieder, wir sind aus dem roten Bereich auch draußen. Weil mit den 4.000 können wir wieder alle Produkte kaufen, die vielleicht nicht da sind. Oh, 6.800. Ja, sehr lecker. Ist das ätzend, Mann. Es klingt jetzt richtig rumheulerisch. Es tut mir leid. Aber
Ich kann mich nur konzentrieren. Die ganze Zeit juckt dieser scheiß Riechkolben. Mach doch mal jetzt nicht, dass mir dass alle zwei Sekunden Schnodder aus meiner Nase kommt. Was soll denn das? Niemand braucht das jetzt. Wir müssen hier einen Supermarkt nach vorne bringen. Ich meine, wir haben gut Lizenzen gekauft, wir haben auch einmal erweitert. Aber hier draußen sieht das einfach aus wie Rotze. Wie die Rotze in meiner Nase. Exakt so sieht das aus. Und das muss ja nicht sein. Komm, mach mal Licht an. Mach mal, oh, das Zeichen ist auch ein bisschen verdeckt. Ey, die kommt da schon wieder raus. Die kommt da schon wieder. So, komm, jetzt wird hier mal ganz saftig verkauft. Wahrscheinlich müsste ich auch tatsächlich noch eine, ja, das ist wirklich das, was wir machen müssten. Selber noch eine Kasse eröffnen, weil das ist das, was am krassesten, glaube ich, immer reinhaut, dass die Kassen zu voll sind. Wir könnten den Umsatz locker um 10-20% steigern, wenn ich noch eine Kasse übernehmen würde. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder, oh, Toilettenpapier ist ausverkauft, aber es ist leider eh schon 9, weil die Kunden sind da. So, die letzten, zip, zabarab, Abfahrt, 64, 97, boah, schön 6-2er. Geiles Ding. Leute, meine Nase läuft und ich sage euch ganz ehrlich, macht jetzt gerade nicht so viel Spaß aufzunehmen. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft meine nervige Nase nicht so krass. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, bisschen ablenken konnte vom Alltag, dann lasst gerne ein Like da. Shop wie immer gerne auf paluten.shop. Ich mache vielleicht mal das, was meine Frau mir empfohlen hat. So eine Nasendusche. Wisst ihr, dann ballert man sich da irgendwie so Wasser durch die Nase. So Salzwasser, keine Ahnung. Ich habe es einmal gemacht, war richtig ätzend. Ich werde es ausprobieren. Leute, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.